Hallo, ich bin heute im Rathaus. Ich treffe jetzt den Bürgermeister Jürgen Mayer und werde mit ihm ein Interview führen. Bürgermeister, ganz privat. Erzähl einmal ein bisschen was, was machst du privat, wenn du gerade nicht Bürgermeister bist, also so zu Hause. Wie schaut es da aus? Was sind deine Hobbys? Was machst du gern? Puh, wo bist du also unterwegs? Hobbys, fangen wir mit den Hobbys vielleicht an. Ich habe an sich immer Handball gespielt. Ich tue es jetzt auch wieder, aber nur sehr, sehr sagen wir begrenzt, weil es einfach zeitlich ein Problem ist. Das Privatleben ist etwas, das beim Bürgermeister immer zu kurz kommt. Ja. Das wird auch meine Frau bestätigen. Aber wenn ich dann einmal Zeit habe, ja, also wenn es im Sommer so ein bisschen leichter wird, dann probiere ich natürlich sehr intensiv privat mit der Familie was zu unternehmen. Vor allem mit meiner kleinen Tochter. Die ist jetzt 3 Jahre und 3 Monate. Und die kommt sonst eh zu kurz, weil oft sehe ich sie den ganzen Tag nicht und eigentlich nur schlafend. Wie heute zum Beispiel, ich bin um 7 in der Früh aus dem Haus und trotzdem nicht geschlafen. Schauen wir mal, heute am Nachmittag habe ich dann Zeit für sie. Das heißt, man muss die Zeit einfach bewusster planen als Bürgermeister fürs Privatleben. Und sonst Hobbys. Früher habe ich viel fotografiert, das ist jetzt eigentlich nicht mehr reduziert auf Familie und ein bisschen Urlaube. Das kommt schon eigentlich etwas zu kurz. Hat man als Bürgermeister auch Urlaub? Und wenn ja, wo geht es da so hin? Also flüchtet man da aus dem Land, weil man sagt, weg von der Arbeit, alles zurücklassen? Oder bleibt man doch da, weil man sich denkt, na, zu Hause ist eh am schönsten? Also wie läuft das ab? Natürlich hat man Urlaub, aber es gibt keinen gesetzlichen Urlaub, der geregelt ist. Ja. Also so wie ein anderer, der 5-6 Wochen gesetzlich geregelt Urlaub hat, gibt es beim Bürgermeister nicht. Sondern wenn der Bürgermeister sich Urlaub nimmt, nimmt er sich Urlaub. Also es können auch 12 Wochen im Jahr sein. Genau. Passiert aber nicht. Also ich kann jeden beruhigen, das tue ich nicht. Es ist so, dass wenn ich mir frei nehme, eine Woche oder was einmal, dann igelt man sie entweder zu Hause ein, was eine schlechte Variante ist, weil wenn ich in Horn jetzt zum Beispiel einfach nur fortgehe, dann halte ich ja trotzdem schon wieder Sprechstunden, weil der eine trifft dich und sagt, erst wenn ich schon da habe, ich brauche was etc. Das heißt, ja, wir flüchten. Ja. Wir flüchten entweder ja, in ein Thermenhotel oder über ein Wochenende oder ja, eines meiner Rückzugsgebiete, das darf ich jetzt fast gar nicht verraten, aber ich tue es trotzdem, weil ich einfach überzeugt bin davon, dass es ein wunderschönes Fleck Erde ist, im Waldviertel ist der Dobauer Stausee, wo wir uns dann zurückziehen. Gibt es irgendeinen Lieblingsplatz in Horn? Das Rathaus gilt natürlich jetzt nicht. Sagst du irgendwo, es gibt an unserem Park oder irgendwo einen Baum, wo du mal entspannen kannst, wo du ein Buch nimmst und was lest du da? Nein, ich bin also in Horn selber. Wenn ich jetzt das eine oder andere zum Überlegen habe, ich bin ab und zu am Scholzbankerl, Dobendorfer Straße rauf, beim Hochbehörter, wo ich mir einfach für Hornsachen überlege. Aber das ist schon wieder fast so zum Ausspannen und jobmäßig zum Nachdenken. Ansonsten ist es sicher Dober und wo für mich im Waldviertel einer der schönsten Flecken ist. Und wo ich wirklich, wenn ich hinkomme, einfach schon abschalten kann. Weil oft brauche ich relativ lang, bis ich den Kopf frei kriege. Es arbeitet ja alles nach, man hat Sorgen, man hat seine Gedanken über die Stadt, über die Politik im Allgemeinen. Die Leute reden dann pausenlos wo an. Und das, also ich bin zum Glück jetzt nicht so kaltschneuzig, dass das alles so spurlos an mir vorübergeht. Aber man muss ja lernen, damit richtig umzugehen und sich nicht alles zu Herzen zu nehmen. Sonst geht man nämlich bei dem Job ganz schnell drauf. Es ist wirklich so. Ja. Meine Frau sagt oft, wenn wir da und dort einfach nur eine Runde spazieren gehen, seit es die Handykameras gibt, ist sowieso schlimm. Ja? Weil wenn ich am Wochenende einmal eine Runde spazieren gegangen sind, dann gibt es sicher 5 Fotos, die ich am Montag im Rathaus an die Mitarbeiter verteile, was ich wieder einfach gesehen habe. Und dann weiß ich, dass im Rathaus gleich wieder heißt, der Chef war wieder einmal spazieren. Weil ich gesehen habe, dass da alles Gras nicht gemacht ist, dass ich gesehen habe, dass da das Brückengeländer beschädigt ist und. Ja. Dafür ist man auch zuständig und wenn ich sowas sehe, dann wird das natürlich auch entsprechend in die Wege geleitet, dass es geändert wird. Was isst du gerne?
Also was ist so das Liebling, die Lieblingsspezialität vom Bürgermeister und was ist auch dein Lieblingsrestaurant im Bezirk Horn? Also wo gehst du am liebsten hin? Ist es ein Heurigen, ist es ein Gasthaus? Also das ist einfach zu erklären. Mein absolutes Lieblingsgericht ist Steak. Ich bin ein absoluter Fleischtiger. Ich brauche keine Peilung oder sonst irgendwas. Ja, Fleisch ist das einzig Wahre. Und wenn es dann so medium ist, dann ist es perfekt. Und damit ist die Frage gleich beantwortet, wo gehe ich am liebsten hin? Die besten Steaks, und wer auch ein guter Freund ist, gehe ich beim Götfranz in Siegmundsherberg. Und da haben wir erstens zwei Bürgermeister, die auch privat, sage ich mal, gute Freunde sind, und wir haben auch unseren Spaß dabei. Und ich kriege das beste Essen, das ich haben möchte. Was war bis jetzt das schönste Erlebnis in deinem Leben? Also wenn du das so kategorisieren konntest nach die Top 3, ja. Was war das? Also ganz einfach, die Geburt meiner Tochter. Ich habe mir das nie vorstellen können. Ich habe mir immer gedacht, ich bin so blöd gegangen. Ich bin erst relativ spät Vater geworden. Ja. Aber ich habe mir immer gedacht, ich bin unreif für ein Kind. Aber seit die Kleine auf der Welt ist und die Geburt an sich, gibt es für mich nichts Schöneres. Jeder Moment mit meiner Kleinen, mit meiner Familie ist einfach perfekt. Und, ja, die Geburt war sicher also das schönste Erlebnis. Ja. Und es sind wirklich private Momente und nicht berufliche. Berufliche gibt es auch viel schöne, aber die würde ich nicht so kategorisieren, dass ich sage, das waren die schönsten. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Ja, bei mir geht es jetzt wieder weiter. Ich schaue jetzt mal, was so als nächstes kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.